Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute habe ich ein echt tolles Produkt für euch. Das ist ein Batteriecase für das iPhone X und XS. Das kommt von der Firma MBuyNow. Hier steht es nochmal auf der Packung drauf. Und das Ding ist richtig gut durchdacht, hat tolle Lösungen, ein schönes Design und ich finde es super. Ich habe ja schon einige Battery Cases getestet, aber so ein tolles Teil wie das hier hatte ich echt noch nie gehabt. Und ja, so viel Lob, bevor es richtig losgeht. Ich erkläre euch mal, ja, warum das hier so toll ist. Wir haben also hier einmal das Case. Ihr seht, ein fettes Ding, ganz klar. Die Batterie-Akku-Cases sind ja immer ein bisschen fett und ein bisschen dick. Aber ihr seht auch schon, das sieht irgendwie zweigeteilt aus. Denn, jawohl, das ist es auch. Wir haben nämlich hier einmal unseren eigentlichen Akku und einmal ja so eine ganz normale Schutzhülle fürs iPhone. Womit sollen wir anfangen? Wir fangen mit der Schutzhülle an. Ha, ihr müsst noch kurz warten. Also wir haben hier eine ganz normale Schutzhülle für euer iPhone X und XS. Ihr seht, keine große Struktur, fühlt sich aber sehr angenehm an. Wir haben hier die Seitentasten lauter leise abgedeckt. Der Mute-Switch, der ist frei. Hier zu den Ecken wird es ein bisschen dicker und knubbeliger, damit da auch genug Schutz ist. Wenn das iPhone mal runterfällt und auf die Ecke aufschlägt, das haben wir hier überall. Dann hier der Power-Button ist nochmal abgedeckt und hier unten drunter haben wir dann ganz normal auch alle Öffnungen freiliegen. Also eine schöne Schutzhülle, die noch eine ganz besondere kleine Funktion bietet. Innen drin übrigens haben wir die hier mit so einem Mikrofaserstoff bezogen und da steht auch nochmal drin, hier für iPhone X und XS und die Modellnummer. Und was für mich super wichtig ist, ich bekomme das iPhone hier sehr leicht reingelegt und auch sehr leicht wieder raus. Ihr seht, einfach reingelegt und schon passt das Ganze hier ganz wunderbar. Kameraausschnitt passt. Also eine sehr schöne normale Schutzhülle mit einem eingebauten Magneten hier drin. Und damit kann man ja die Hülle hier auch irgendwo an einen metallischen Gegenstand einfach dran packen und die hält, wie zum Beispiel hier bei mir an den Kühlschrank. Aber das ist nicht nur ein Gimmick, nee, das ist auch ein Feature, denn das brauchen wir gleich zum Aufladen. Aber nochmal hier zum Rein- und Rausnehmen. Ihr seht, ich bekomme das hier echt super leicht rein und raus. Denn für mich ist das wichtig, wenn ich jetzt gerade im Sommer hier spiele auf dem iPhone, dann muss ich das aus der Hülle rausnehmen, sonst verglüht mir das Teil und von daher mache ich das schon ein paar Mal am Tag. iPhone aus der Hülle rausnehmen, wieder reinlegen. Deswegen ist mir das wichtig, dass das ganz leicht geht. So, also so viel einmal zur Hülle. Schauen wir uns mal den eigentlichen Akku an und der, ja, der ist ordentlich groß. Hier unten steht es nochmal. 5000 mAh, 18,5 Wattstunden stecken hier drin und der hat einen Input von 5 Volt und 1,5 Ampere, also so schnell kann man ihn aufladen und einen Output von, klar, 5 Watt. Könnte etwas größer sein. Das iPhone kann ja auch 7,5 Watt, dann wird das Ganze etwas schneller vonstatten gehen. Auch die Rückseite hier hat diese Mikrofaserbeschichtung, damit hier irgendwie nichts verkratzt, schätze ich mal, oder dass auch ein bisschen mehr Grip dann insgesamt da ist. Wir haben auch hier eine Kunststoffoberfläche, die sich genauso gut anfühlt wie hier hinten von dem Akku-Case. Ist das gleiche Material, würde ich sagen. Fühlt sich sehr samtig und ja, fühlt sich gut an. Doch, kurz gesagt, fühlt sich gut an. Hier der obere Bereich, ihr seht schon, das sind meine Fingerabdrücke hier zu sehen. Das ist ja glänzender Kunststoff und das hat auch einen Grund, denn hier könnt ihr euch anschauen, ja, wie viel Akkuladung steckt denn hier noch drin, denn wir haben hier eine schöne Digitalanzeige. Aktuell habe ich hier noch 41% Akkuladung drin. Anschlüsse, haben wir Anschlüsse, an der Seite nichts, unten nichts, an der zweiten Seite nichts, aber, hier oben, jawohl, da haben wir einmal den Button, den wir drücken können, einmal um uns hier den Akkustand anzuzeigen und wir haben hier oben den Ladeanschluss für das Akku-Case drin und das ist mal richtig gut durchdacht, denn, tadadada, ja, das ist ein Lightning-Anschluss, das heißt, wenn ihr damit unterwegs seid mit eurem iPhone, ihr braucht kein Micro-USB-Kabel, kein extra USB-C-Kabel, euer ganz normales Ladekabel reicht hier aus und ihr könnt dann euer Akku-Case und euer iPhone damit aufladen. Prima Sache, also das finde ich gut, da haben sie mal mitgedacht, weil das ist schon gerade so als iPhone-User echt nervig, wenn man dann immer noch ja, so ein extra Micro-USB-Kabel oder ein USB-C-Kabel mitschleppen muss, das entfällt hier. So, aber wie laden wir denn jetzt hier unser iPhone auf mit dem Akku-Case? Naja, ganz einfach. Wir packen es hier hinten drauf und das war's. Ladevorgang startet. Das ist wirklich super einfach und hält auch ausreichend gut. Also ihr braucht keine Angst haben, dass euch hier das Akku-Case irgendwie auseinanderfliegt und das iPhone fliegt runter. Nee, das hält. Es lässt sich allerdings hier so ein bisschen schon verschieben. Ja, das seht ihr, das ist natürlich jetzt nicht so super fixiert, aber es ist mit den Magneten fixiert. Und ihr seht, die ziehen es auch immer wieder hier direkt in die richtige Position, dann meistens direkt zurück. Also
Der magnetische Halt, für mein Empfinden, geht der völlig in Ordnung. Man kann es noch gut in der Hand halten. Es ist natürlich schon ein richtiger Brick, wenn man hier alles so zusammen hat. Aber dann kann es erstmal so aufladen und man kann es schön weiter benutzen. Hm? Ihr lieben Pokémon Go Spieler, wäre das nix für euch, wenn ihr dann immer hier mit dem Kabel aus der Hose rumlauft? So wäre es doch sehr viel eleganter, das Ganze. Aber jetzt ist die Frage, wir haben hier Wireless Charging und das hat eine ganze Menge an Ladungsverlust natürlich, ist nicht die effizienteste Methode vom Aufladen, das weiß wohl jeder. Und wir haben hier 5000 mAh, rein rechnerisch müsste ja hier mein iPhone mal locker zweimal aufgeladen werden. Rein rechnerisch. Ich habe es natürlich ausprobiert und ich komme da auf, sagen wir mal, 1,2 bis 1,3 volle Ladungen. Denn es geht einfach verdammt viel verloren hier bei so einem kabellosen Laden. Das ist einfach so. Die Technik, die gibt das einfach noch nicht mehr her, dass das effizienter wird. Aber ich sag mal, einmal auf jeden Fall komplett vollladen und dann noch ein bisschen mit dabei, ist ja auch schon in Ordnung. Auch wenn man sagt, für 5000 ist das schon ein bisschen wenig. Aber dafür ist es komfortabel und man kann es wunderbar mitnehmen. Und vor allem, sobald euer iPhone geladen ist, müsst ihr nicht weiterhin das dicke Ding hier mit euch rumtragen, sondern ihr macht dann hier das Akku-Case einfach wieder ab. Könnt das in die Tasche packen und habt dann hier ein ganz normales, schlankes iPhone-Case, das ihr dann benutzen könnt. Also ich finde das Konzept echt gelungen, echt klasse und vor allem hier das Anbringen. Ihr seht, ich muss das einfach nur hier drauf werfen, passt dann schon. Also wunderbar. Allerdings, das Gewicht, das hat einiges an Gewicht. Vielleicht wollt ihr mal wissen, wie viel. Wenn nicht, ich sag's euch trotzdem. Hab hier extra mal die Küchenwaage aus der Küche entführt und wir schauen mal. Case, Akku, plus iPhone 10, ja, macht summa summarum 386 Gramm, Freunde. Jo, also, das ist einiges, 386 Gramm. Ich habe es ja schon gesagt, das Ding hier ist ein Brick. Und wenn man es in der Hosentasche hat, so komplett als Komplettset, das merkt man. Also am besten keine Hose mit Gummizug, die könnte mal in den Knien hängen bleiben. Aber ansonsten ein super Produkt. Also gefällt mir ausgesprochen gut, kostet 30 Euro und für das Gebotene, finde ich, ist das ein echt guter Preis. Kann man machen. Ich verlinke euch das Produkt natürlich hier unten in meiner Videobeschreibung, Freunde, wie immer. Da könnt ihr das bestellen, euch anschauen und dann bekomme ich auch einen kleinen Obolus von Amazon. Ein paar Cent landen dann in meiner Tasche dafür, dass ich euch das Ganze hier gezeigt habe. Vielen Dank dafür. Und das soll es dann auch schon gewesen sein, Freunde. Ein tolles, tolles Produkt, super praktisch, gut durchdacht. 5000 mAh externer Akku für das iPhone mit einer extra Hülle, die auch an metallischen Oberflächen haftet. Ihr habt Wireless Charging, ihr habt einen Lightning-Anschluss zum Aufladen, eine schöne Digitalanzeige, also ganz hervorragend. Ich finde es klasse und werde das hier jetzt, denke ich mal, des Öfteren benutzen. So, das war mal wieder ordentlich Lob gehudelt, aber völlig zu Recht, MBuyNow, das habt ihr gut gemacht. Schön, freue mich schon auf weitere Produkte von euch. Das wäre es gewesen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.